are just a few thousand fans allowed on the mountain, and you can hear them roar already for the new superstar of Swiss skiing. This is Marco Odermatt, winning the giant slalom in Adelboden at last weekend, and he's determined to do the same here in Wengen. As a youngster, he tells us, this is a race that he grew up watching, and it's a race that every Swiss skier, remember, this is their national sport. These guys are like soccer players and the equivalent of here in the UK. And if Odermatt does the business here today, well, it will be an absolute sensation. And Finlay, I have to say, so far so good. He looks so comfortable, so balanced on his skis, like he's skiing with a smile, no matter what the length of skis are on his feet. Only 400s behind, but the key section, can he carry the speed from the Hanik shoes out across the flats? That's a massive flight, holding the legs up twice to keep the landing gear up as long as possible. Coming off the back of a career best result in speed in Bormio, second position in that downhill, and he's got the green light by 0.34. Ho-ho! Well, we had him down as a tech specialist, and here's a tech skier moving up to speed and moving up with style, because this is young Marco Odermatt taking this race to the Viking Kilda and taking it with style. This would be remarkable. He's on track to do it again. Something special about the Swiss Alps that gives Odermatt the edge, because he's gone top of the table by 0.98. That is remarkable, outstanding, superb, and has Switzerland across the whole of the country on their feet, roaring with delight. Marco Odermatt is looking unstoppable. Today will put Kilda's name alongside some of the greatest Super G skiers of all time, including Herman Meyer and Axel Lundstindal. Kilda very clean through the Kernan S. They are relaxed, getting the fastest exit speed at 84.4 kilometers an hour. Kilda looking determined, 0.4 up already, 109.9 coming out onto the flats, and look how low that hip position, deep in the tuck. Just as we were starting to think the new young stars of the World Cup Tour are starting to show the old guard how it's done, Kilda shows that it takes a little bit more than that to knock the Vikings off the pedestal, because so far, Kilda's accuracy is on point. Kilda, look at that jump, wild and ragged, a little too aggressive, but gets back into position and just about holds the green light, coming out of that high-speed section at 85 miles per hour. Kilda almost landed in the nets. He was so far left to get the maximum speed down, but he's only got 400s more to play with now to the finish. Now this is where he needs to draw upon his calling card, the power, the strength, one of the mightiest of all on the World Cup Tour. Kilda needs to dig deep now, gets onto the left foot, then the switch to the right, 129.0, and Kilda has been beaten by Marco Odermatt. Kilda goes second. Odermatt cannot believe it. The youngster has got the master. The widest of smiles from Kilda. He points to the youngster who's just got him. He's got him by just under a quarter of a second, but he was so close to going into the net there. Der nächste ist unterwegs und das ist Alexander Omot Kilde. Und der hat irgendwie noch eine Rechnung offen. Ja, Mr. Super-G hat gestern nicht gewonnen. Ja, der wirft sich ja wieder so richtig locker darunter.
Wow, das muss da mal so hingehen. Ja? Gestern nur Zweiter, wenn man so will. So, wie brutal liegt das an? Leichter Gegenschwung, super, und jetzt ein Auftakt. Gut. Und er schnell. Das war sauber. Und er schnell. Er hat es getroffen. Oh, das ist schnell. Ja, war ja. Gut. 81,8, da ist er voll dabei. Ich bin gespannt auf die nächste zeitliche Überprüfung seiner Leistung. Ja. Ja. Oh, das ist schnell. So, killt er jetzt richtig große Gefahr. Das war so zu erwarten für Beat Voits Führung. Der ja, Mr. So. Super-G. Noch ohne Wengensieg. Ist es heute soweit? Das kann durchaus schon sein. Das zieht er mal richtig fein durch. Keine Fehler zu sehen. Beim Tor dabei, wunderbar, super. Gestern ist er da weit nach links gesprungen. 31 Meter, der geht kaum aus Position. Wie viel km/h jetzt? 150, 149,4. Schnellere gesehen, aber voll auf Sieg unterwegs, zieht durch den Seilerboden. Was macht er da? Boah, ja, das, mit dem Tempo drückt sie natürlich ein bisschen nach links raus. So, zwei Zehntel so, nimmt er mit an Guthaben. Kein Fehler mehr, dann kann sich Ohr das ausgehen. Tor dabei. Boah, starke Linie, der geht auf frühen Position. Das ist der Schweizer Party Crasher, ja. So ist es. Die Führung für Alexander Amott-Kilde und das gleich um drei Zehntel. Bravo, Alexander. Sensationelle Kurve, Ziel ist unglaublich, wie er das durchzogen ist. Jetzt geht's richtig. Jawohl, runter. Das war schon einmal brillant. Ist ambitioniert. Zirkt voll durch. Voll durchzogen, passt sehr direkt runter in die Minschkante. Eine Zehntel fehlt ihm da auf Kilde. Besichtigt hat er heute und bei den Trainings mit Carlo Janka, dem Iceman. Ja, der Janka weiß genau, wie die Kurve zum Fahren geht. Und das war gut. Das war gut. Ansatz hat passt. Richtig gut. Der schnell da raus. 84,2 km hatte noch keiner. Das ist ein Wiederhund. Der ist einfach in so einer bestechenden Form. Unglaublich. Und jetzt 112. Das gibt's ja alles nicht. Wie aus einem Guss ist das gegangen. Unglaublich. So, und von der Zeit her. Gleich schnell unterwegs wie der führende Alexander Amott-Kilde. Du hast gerade vorher den Janka angesprochen. Der Janka ist ja diese Zeit seines Lebens sensationell gefahren, das Kernen ist. Ja, normal besichtigt natürlich. Er mit Voits in der Abfahrt. Ja. Aber er sagt, das ist die letzte Chance, dass ich das Know-how von Carlo Janka genieße, weil der an diesem Wochenende aufhört. Und eines weiß man auch, Marco Odermatt ist einer, der unglaublich schnell lernt. Er ist auf 700 dabei mit 150 km/h. Der schnappt das auf und weiß sofort, welche die richtige Linie ist. Und das musst nicht nur wollen, das musst auch umsetzen können. Und das schafft er, Odermatt. Das ist unglaublich, dass man in den langzogenen Kurven als Ehrtechniker so schnell sein kann. Stark. So, jetzt fehlen ihm zwei Zehntel. Das wäre Platz zwei noch vor Voits. Achtung. Ah, gewaltig. Aber auch das ist ja super gefahren. 1,42. Das geht sich für ihn knapp nicht aus, aber wird Zweiter hier. Noch vor Beat Voits. Er ist schneller am Lauberhorn hier auf der verkürzten Strecke als Beat Voits. Meine Herren! Und er denkt sich, verdammt, jetzt habe ich einen neuen Schweizer, den ich schlagen muss. Super drin, wo er auftaucht. Da sind ein paar Schläge der langgezogenen Linkskurven. Morgen vor einem Jahr Kreuzband. Schon wieder dahin. Morgen vor einem Jahr ist. Genau. Wahnsinn. Oh, sehr früh fertig. Super Linie auf den Hundschopf hin. Oh. Der Kilde drückt schon auch richtig kräftig an. Und da 34 Hundertstel.
Das habe ich jetzt auch schnell eingeschätzt, muss ich zugeben. Das ist viel an dieser Stelle. Ja. So, Anfahrt. Gestern war er da, dafür genial. So, kurz. Oh, ausgerutscht. Ist er weggerutscht? Ja, da war ihm der Außenski kurz dahin. Super gelöst über den Innenski, dass er überhaupt noch richtig Grip kriegt. Aber jetzt kriegt er es natürlich heftig. Schwach gegen einen Vince Griechmeier. Ehrenschau. Was das 19. Der ist geschlagen. Ja, im Normalfall kaum zum Aufdauern. Das geht sich nicht aus. Ich meine, das Gerät, jetzt ist er noch einmal auf den Innenski reingekippt. Also, ja, ein bisschen durchwachsene Fahrt. Also Ski super marschiert im oberen Streckenteil. Natürlich kann er da langen rein, wenn alles super funktioniert. Sich wieder ein bisschen zu wie beißen auf einen Wind. Ja, kurz Ski verschnitten, das macht nichts aus. 148 km/h, nein, der hat keine Chance mehr heute. Nein. Kein Sieg über die lange Distanz. Vincent Griechmeier bleibt in Führung. Aber da kommt noch einiges natürlich. Auch das nicht optimal. Nein, der hat heute einige Passagen nicht gut erwischt. Aber ich sag's dir, der Kern war eben dieses Kernenest, der Ansatz. Es ist so glatt dort. Von Tag zu Tag, es gehen da die Leute drüber. Jeder rutscht drüber, logisch. Da wird's halt glatt. So, viele haben auf Instagram die Umfrage beantwortet mit Kilde und werden sich jetzt denken, das gibt's doch gar nicht. Rang 6. Ja. Entschuldige, vom Freund. Passage, Anfahrt, Hundschopf. Jetzt Aufzug links, Eiger Nordwand, Mönch und Jungfrau. Ja. Dieses Massiv hier. Der ist auf 700. Dabei. Natürlich kann der hier ist gewinnen. Voll in der Position durchzogen. Schauen Sie sich das an. Sauberer Sprung, jetzt direkte Linie. Schnell umlegen. Er ist der neue Ski-Rockstar. Super. Oh, gut. Nimmt den Schwung über den Canadian Corner mit. Kämpft ein bisschen um die Linie, dass er hoch bleibt daraus. Und diese Selbstverständlichkeit ist so unglaublich bei ihm. So, was macht er? Kurzer Gegenschwung. Unglaublich, wenn er das Tempo durchbringt. Am Ende hat es ein bisschen gehackt. Am Ende vor dem Umlegen hat er ein bisschen gehackt. Aber 81,8. Wieder war keiner schneller als er. Der da eine riskiert in die Kurven. Griechmeier 81,6. Aber jetzt sind 47 Hundertel, die ihm fehlen. Kann er das unten machen? Hat Griechmeier unten was hergegeben? Das war unglaublich, wie der da rein riskiert hat. Das war voll am Limit. Schauen, da ganz weich, wer unterwegs ist, legt um. Immer die Ski sehr ruhig unterwegs. Er kann die so guten Zug drauf. Er weiß einfach, wie die Linie zu fahren ist. Was wo zu machen ist. Sauber geschwungen. Nächster Vergleich. Achtung, im Vergleich zu Vincent Griechmeier hat er 6 Zettel Rückstand. Der Rückstand ist größer geworden, die Top 3 innerhalb von 44, entschuldige. Ja, aufgepasst, das Podium. Ja, gut, mit einem traumhaften Ziel, es ist es machbar. Sehr direkte Linie über den Silberhorn. Ja, er nähert sich wieder an. Ja. Paris als Dritter hat 44 Hundertstel Rückstand. Kommt er noch an Volz oder Griechmeier heran, da muss er genial fahren jetzt. Oh, ganz ruhig war beim Tor der Bär. Jetzt hat er natürlich, kann er früh den Ski loslassen. Jetzt los. 1,26, 55, es ist kein Podium, aber es ist ein sensationeller Wahnsinn. Vierter Platz. Genial, meine Damen und Herren.